jetzt? Wo bist du hier reingedampft? Das ist jetzt Weißkohl, dann nimm den Weißkohl raus. Haben schnell den unten den Strom gehabt. Und dann haben wir das im Prinzip selber entwickelt. Das ist eine Maschine, die nimmt nur die Luft über ein Gebläse. Und das ist eine Arbeitserleichterung für ihn. Dann muss er nicht so viel putzen. Und im Prinzip tut es dann die Blätter entfernen. Genau. Sehr schön. Haben wir den Weißkohl. Den Weißkohl, den nehmen wir, schneiden den klein. Kommt Salz hinzu, kommt dann in den Silos rein. In den Silos kommt eine Folie oben drüber, die mit Wasser im Prinzip beschwert wird, damit es einen Druck gibt. Und durch den Druck und das Salz fängt der Kohl an zu gären. Und somit hat man innerhalb von 14 Tagen frisches Sauerkraut. Sauerkraut für unsere Gäste, Mensch. Herrlich. Richtig. Und das aus der Region und von nebenan. Das ist natürlich am schönsten. Das ist super, Tobi, Mensch. Das heißt, in 14 Tagen wäre er soweit, dann hättest du was Gescheites wieder für uns. Genau. Jetzt, wo die Saison sozusagen beginnt. Super. Früher hat es meine Mama gemacht, aber leider in den Mengen kann sie es nicht mehr für uns machen. Aber für die heimischen Kohlrouladen wird es wahrscheinlich noch reichen, was sie zu Hause macht. Aber für unsere Gäste musst du ran, Tobi. Kein Thema, mache ich gern. Danke dir. Der Salat sieht jetzt so gut aus, genau, weil er gut aussieht. Richtig. Und weil ihr natürlich viel dafür getan habt. Richtig. Je schneller im Prinzip der Weg vom Ernten zum Waschen ins Kühlhaus kommt, ist sehr wichtig, dass da nicht so viel Zeit verrinnt. Und der Salat blutet sozusagen nach. Und je schneller der gewaschen wird, je schneller schließt sich die Wunde. So muss man sich es vorstellen wie beim Mensch. Wenn man sich schneidet und die Wunde schnell behandelt, dann heilt sie halt besser und man hat keine bleibenden Schäden. Wegen dem ist wichtig, nach der Ernte so schnell wie möglich zum Waschen kommen und dann ins Kühlhaus, damit der Salat frisch und knackig bleibt. Und zu unseren Gästen dann frisch und knackig.